Die Löwen also gegen den FCA in Grünwald und er, Daniel Birovka, musste versuchen, seine Löwen wieder so ein bisschen in die richtige Spur zu bringen. Zwei Niederlagen gab es zuletzt, die 60-Fans aber durchaus zuversichtlich. Wir gehen rein ins Spiel, den ersten nennenswerten Angriff hatten die Löwen. 13. Minute, das ist Stefane Mibudulu, tankt sich durch in den Strafraum, zieht ab, der Ball aber links am Tor vorbei. 1860 also tonangebend, dann aber die 36. Minute. Augsburg mit der Annäherung ans Löwentor. Hier abseits verdächtig, das Spiel läuft aber weiter. Der Ball hinaus auf rechts, der Abschluss von Frenetzi, Netolitzki zur Stelle und dann Julian Günther Schmidt per Kopf. 0:1, die Augsburger Führung. Günther Schmidt sagt Danke, nickt nur noch ein, sein erstes Saisontor. So ging es dann auch in die Pause, die knappe Augsburger Führung, 1860 bis dato nicht konsequent in den Abschlüssen, die 60-Fans aber weiter optimistisch. Zweiter Durchgang, 63. Minute, die Hoffnung der Löwenanhänger sollte weiter steigen, denn Orkun Tugbay musste mit Gelb-Rot vom Platz nach wiederholtem Foulspiel Augsburg nur noch zu 10. Wir sind bereits in der Schlussphase, 86. Spielminute, Eckball für 60, kurz ausgeführt, Flanke in die Mitte, abgewehrt. Doch die Löwen bleiben dran, Neudecker mit links drin, 1:1, der späte Ausgleich für die Gastgeber. Richard Neudecker mit seinem dritten Tor in der laufenden Saison. Am Ende teilen sich 60 und Augsburg die Punkte.